Hallo zusammen, ich bin's, euer Hector. Und ich habe heute noch Kalli mit mitgenommen. Wir möchten euch heute mal die Alpha und Omega Golems erklären. So, ich setze mich jetzt einfach mal hier in so einen Alpha Golem rein. Kalli, was kann der denn das tolle Teil? Ja, Alpha Golems. Die super mega Angriffswaffe, wenn man so einen Turm oder eine Festung einreißen möchte. Vor allen Dingen gegen die Tür, beziehungsweise nur für die Tür, dafür aber mit mächtigen Mordsschaden. Also Golem bauen, ran an die Tür und dann immer schön eins drücken. Und dann macht ihr so eine Tür in Sekundenschnelle zu Kleinholz. So. Und wofür ist das hier? Genau, falls euch da irgendwelche Gegner bei stören sollten, könnt ihr einfach mal ein bisschen rumwirbeln. Damit schleudert ihr die Gegner weg, sodass ihr wieder freie Bahn habt, um auf die Tür anzugreifen. Und sollten euch irgendwelche Pfeilwegen oder Fernkampfangriffe stören, boom, eine Schildblase anmachen und schon habt ihr Ruhe. Ist ja praktisch. Definitiv. So, und dann schauen wir uns mal noch den Omega an. Genau. Der Omega, die große Variante davon. Ja, schon ein fettes Teil. Fernkämpfer. Das heißt, ihr müsst nicht ran an die Tür. Und im Gegensatz zum Alpha kann der Omega auch noch so eine Mauer einreißen. Also praktisch wie andere Belagerungswaffen? Genau. Nur halt mit bedeutend mehr Schaden und Rums dahinter. So. Auch hier wieder die 1, der Standardangriff. Die Raketen für die Türen und die Mauer zum Einreißen. Wenn euch Gegner ärgern sollten, im Lordraum zum Beispiel, könnt ihr ein ordentliches Inferno lostreten. Auch hier wieder eine Schildblase, genau wie beim Alpha, nur bedeutend größer. Wollte ich gerade sagen, die ist ja schon fast doppelt so groß. Und falls ihr mal richtig massiven Schaden braucht, gibt es immer noch die Raketensalve, können wir hier aber gerade nicht zeigen, weil dazu braucht man ein gegnerisches Target. Na gut, und zur Schrottfahren wollen wir die Dinger auch nicht, weil die sind ja bestimmt nicht billig. Definitiv nicht. Also für einen Alpha-Golem müsst ihr schon mit 100 Mats rechnen im Aufbau, für einen Omega 150. Außer ihr habt Gilden-Golems, die sind ein bisschen günstiger im Aufbau. Aber das heißt, ihr macht so ein Lager für einen Golem einfach mal komplett leer. Das wird was heißen. Jo. Kann ich mit denen auch alleine eine Festung angreifen? Ist nicht zu empfehlen. So ein Golem ist gerne beliebtes Target der Gegner und da wird euch wahrscheinlich, wenn ihr mit einem Golem alleine auf so eine Festung losgeht, gleich so ein gegnerischer Zerg umrennen. Da solltet ihr lieber schauen, dass ihr immer mit 10, 15 Mann mindestens so ein Golem begleitet, damit er auch sicher an so eine Festung rankommt. Gerade bei den großen Festungen, Mittelfeste, die Bucht oder dem Hügel, empfiehlt es sich auch, mit einer richtig großen Armee anzukommen, so wie die hier gerade schon vorbereitet wird, sodass ihr da wirklich auch gegen 40 verteidigende Spieler dort einfach durchmarschieren könnt. Und wo kann ich die kaufen? Kaufen könnt ihr die ganz einfach beim Belagerungsausstatter. Da hat den schon mal jemand freundlicherweise markiert. Dann schaue ich da einfach mal. Genau, da bekommt ihr die Blaupause. Der ist ja schon ziemlich teuer für einen Gold. Ja, dafür sind die Golems allerdings auch die stärksten Angriffswaffen, die wir herstellen können. Und wenn ihr noch ein paar Alphas zusammen in der mystischen Schmiede kombiniert, könnt ihr euch auch so einen riesen fetten Omega-Golem hinstellen. Das Aber ist ja nicht schlecht. Das wird in einem anderen Video gezeigt. Gut. Dann war's das und hoffe ich, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten. Macht's gut. Tschüss.